Deine Bühne. Danke. Ja, und los geht's. Hallo nochmal von meiner Seite. Ich bin Biologe, kam schon irgendwie durch. Und ich beschäftige mich jetzt nicht mit so coolen Sachen wie, wie werden wir den Krebs heilen oder so, sondern was ich mache, das ist so ganz grundständige Biodiversitätsgrundlagenforschung. Ich schaue, hier zum Beispiel, ne? Hier haben wir vier Echsen und dann stelle ich mir so Fragen wie, ist das alles so dieselbe Sorte Echse oder nicht? Ich beschäftige mich mit Arten. Was waren Arten noch gleich? Arten sind vieles. Arten sind einerseits Schubladen der Systematik. Herrliche Tabelle, die ich jetzt hier aufmache. Ich erkläre es mal kurz an unserer Art. Wir gehören ins Reich der Tiere. Aber da gibt es noch viele andere, ne? 1,5 Millionen ungefähr. Wenn wir es auf die Wirbeltiere eingrenzen, wird die Sache schon enger, bei den Säugetieren noch enger. Kommen wir dann zur Ordnung, da gehören wir zu den Primaten, den Affen. Dann reden wir nur noch von 400 Arten insgesamt. In der Gattung Homo, ab hier schreiben wir kursiv, der Mensch, da gibt es derzeit nur eine Art, nämlich uns. Und ja, eine Art hat immer so einen wissenschaftlichen Namen aus zwei Teilen. Homo sapiens, Mensch, denkend, der vernünftige Mensch. Das sind wir. Wir brauchen diese Schubladen, wir Menschen, ne, damit wir Sachen sortieren können, damit wir diskret über bestimmte Dinge reden können. Sonst würden wir die ganze Zeit aneinander vorbeireden, bräuchten Stunden zum Erklären. Das ist aber eigentlich sekundär. Wichtig ist, was Arten wirklich sind. Arten sind Einheiten der Evolution. Hier haben wir mal einen ganz einfachen Stammbaum. Ne? Wir sehen drei Arten getrennt durch gepunktete Linien und von jeder zwei Vertreter. Und man sieht eigentlich so ziemlich schnell die Mitglieder einer Art, ne? Hier zum Beispiel er und darüber, die sehen sich eher ähnlicher als den anderen. Und das liegt daran, dass die Mitglieder einer Art untereinander näher verwandt sind als mit irgendwem sonst. Und jetzt kommt's, nur Mitglieder einer Art können in der Regel fruchtbare Nachkommen zeugen, also viele süße kleine Babys in die Welt setzen. Das liegt daran, dass sich Arten meistens nicht, ja, Mitglieder einer Art meistens nicht mit Mitgliedern anderer Arten verpaaren, die finden die nicht interessant, nicht attraktiv. Und selbst wenn sie es täten, käme meistens in der Regel nichts bei raus, denn es gibt da sogenannte Fortpflanzungsbarrieren. Paarung mit einer anderen Art führt in eine evolutionäre Sackgasse, deswegen ist man da gegen programmiert. Ja, also aufgemerkt, alles, was sich mehrt und paart, gehört zu einer Art. Arten, das ist mal so eine alte Vorstellung vom Baum des Lebens, ne? 19. Jahrhundert, Haeckel. Arten sind das Produkt der Evolution. Unsere Vorstellung vom Baum des Lebens, die hat sich konkretisiert. Das Bild, was wir haben, ist komplizierter geworden. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr wie der alte Linné hingehen und sagen, ach, hier beschreibe ich mal eine Blume, da kenne ich mich gut mit Fischen aus und außerdem noch mit Pilzen. Man muss sich spezialisieren, mein Speziegebiet, so wie bei Julia, der Darm, ist die Herpetologie. Kann man sich fragen, Herpetologie, was ist das noch gleich? Es kam schon so langsam ran, hat nichts mit diesen Bläschen zu tun. Wer das eklig findet, es geht noch viel schlimmer. Herpetologie ist nicht das, viel, viel besser, meine Damen und Herren. Herpetologie ist die Lehre von den Amphibien, also Lurchi und Konsorten. Und das sind die Lurche, die Amphibien. Und, daran forsche ich, den Reptilien, also Schildkröten, Crocs, Echsen und Schlangen. Die finde ich total super, habe ich schon gesagt. Das geht nicht jedem so. Karl von Linné, in dessen Fußstapfen ich stehe, als Systematiker auch irgendwo, der hat sich seitenlang darüber ausgelassen, wie kacke er Reptilien und Amphibien findet. Ja, also verabstoßenswürdig, bleiche Färbung, misstönende Stimme, verwahrlostes Auftreten. Das waren da nur einige Argumente. Und er folgerte dann, oh ja, Gott sei Dank gibt's nicht so viele davon. Ja, alter Schwede, du hattest da nicht recht. Ja, du konntest es noch nicht so genau wissen. Du hattest noch kein Flugzeug, was um die Welt fliegt. Auf diesem herrlichen Planeten, unserer Erde, lieber Karl, kennen wir derzeit ziemlich genau 7000 Amphibien und fast 10.000 Reptilienarten. Das ist nicht nur wenige. Ja, das sind mehr als dreimal so viel, wie es Säugetiere gibt, die Krone der Schöpfung. Ja, und ich schaue, was es da so an den Reptilien alles Mögliches zu entdecken gibt. Und das tue ich im schönen Panama. Nabel der Welt, wie jeder weiß. Und das ist ein Teil von meinem Untersuchungsgebiet. Schön hier an dieser Zentralkordillere lang da hinten. Der Vulkan, das ist der höchste Berg in Panama. 3,5 ist der ungefähr hoch. Wer das Foto sieht, der denkt sich, oh toll, Sebastian, schreibst du mir eine Postkarte vom Strand. Und da muss ich dann leider sagen, mit Strand hat das, was wir tun, wenig zu tun. Zeig als nächstes das Bild. Eher sowas von Mordor, ne? Armer Frodo. Und dann noch ohne Schuhe. Wir haben Schuhe, ja. Dann kommen schlaue Ratschläge wie, setz dich mal in ein Auto. Das hilft auch nicht unbedingt. Irgendwo bleibt das Auto mal stecken, ich verspreche es. Dann muss man umsatteln im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwann hat aber auch so ein Maultier keinen Bock mehr, blöde Rucksäcke von seltsamen Deutschen da den Berg hochzuschleppen. Warum auch? Und dann nimmt man die besten Mulis, die es gibt, sich selbst.
kann sich tierisch freuen, wenn man den Herrn dabei hat, der auf jeden Fall sein eigenes Zeug zu schleppen imstande ist. Dann macht man ein gemütliches Regenwaldcamp. Wer schon mal in Wacken war, weiß, was Schlamm bedeutet. Und so sehen, ja, ist nicht ganz romantisch unbedingt, ja. So sehen meine Schuhe aus, bevor ich richtig aus dem Zelt raus bin. Warum tut man sich das an, ohne dabei Bier zu saufen und die ganze Zeit Metal zu hören? Naja, weil man dann irgendwann eines Nachts so eine tolle Schlange in der Hand hält und das, da gibt es kaum einen Endorphinstoß, der damit vergleichbar wäre. Ja? Gut, jetzt mal genug von der Arbeit gefaselt. Jetzt zeige ich euch Tiere, Biodiversität, die Vielfalt des Lebens. 100 Echsenarten gibt es in Panama, hier kommt jede zehnte. Echse, 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 Echse. Echse im Spinnennetz. Grimmige Echse, Quatsch, die grinst ja, grinsende Echse, grimmige Echse, schöne Echse und eine wunderschöne Echse, meine Lieblingsechse in Panama. Ja, und all diese süßen, grimmigen, grinsenden Echsen bringe ich dann um. Kann man... ganz im Ernst, meine Damen und Herren, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Na, kann man jetzt sagen, Sebastian, was soll der Scheiß? Die armen Tiere, ja? Ganz im Ernst, ich mag die auch lieber, wenn die leben und die von der, von der, von der und wieder andersrum zu unterscheiden. Das steht schon seit Jahrzehnten fest. Ja? Diese Tiere sind wissenschaftliche Belegexemplare mit Informationen verknüpft. Wir nehmen Gewebeproben für genetische Fingerabdrücke und so weiter. Meine Arbeit fängt meistens an, wenn es schwieriger wird, nämlich hier. Wir sehen 10 Echsen, alle sind irgendwie gleich, aber irgendwie verschieden. Und hier ist jetzt die Frage, wer gehört dazu, wem echt berechtigt? Das sind Saumfingerechsen der Gattung Anolis. Da haben die Männchen so eine schicke Kehlfahne. Die können die rausklappen und machen dabei meist noch Liegestützen und so Kopfnickereien und so. Und das ist von Art zu Art unterschiedlich, denn daran erkennt erst die Dame, mit wem sie sich verpaaren kann, / soll. Und darum geht es ja schließlich im Leben. Und ja, sonst könnten die sich selbst nicht auseinanderhalten. Zurück zu den Zähnen hier. Egal, wo man die in meinem Gebirge hier in Panama da früher gefunden hätte bis 2006, ganz einfach, Anolis pachypus, den man jetzt hier schlecht sehen kann, ich liebe Macintosh, der Dickfuß Anolis. 2007 kam man auf den Trichter, okay, an manchen Stellen, ja, hier zum Beispiel da, da sieht die Kehlfahne anders aus, zum Beispiel ganz gelb oder ganz rot. Und hat schwupps 2 neue Arten beschrieben, in diesem jetzt komplex kryptischer, also ihre Identität verbergender Arten, nämlich Anolis pseudopachypus und Anolis magna phallus. Ja, und wir haben dann dieses Kerlchen gefunden und der passt wieder gar nicht ins Bild. Ne, da ist diese Kehlfahne wieder anders gefärbt. Haben wir mal schnell hier ein paar genetische Fingerabdrücke genommen, CSI Frankfurt at work, gesehen, sieht jeder Biologe sofort, ne? Zu dieser Gruppe passt die Kehlfahne, zu der Gruppe passt die Kehlfahne und der da oben ist keiner von den 3 Bekannten. Also neue Art beschrieben und weil mir Benedikts Vortrag so gut gefallen hat, habe ich ihn dann einfach Anolis Benedicti genannt. Nein, kleiner Scherz, geht auf den anders zurück, macht aber nichts. Ja, und bis heute kann euch keiner sagen, wer das ist, wenn er nicht die Kehlfahne von einem Männchen rauszieht. Auf Deutsch, findest du ein Weibchen, bist du aufgeschmissen. Ja, gut, soweit zu Echsen. Weiter geht's mit Schlangen. Das sind jetzt wirklich meine Lieblingstiere. Ohne Beine elegant durchs Leben kommen, dabei alles fressen, was egal wie viel Beine hat. Das ist wahrlich cool. Und bei 150 Schlangen, jede zehnte dauert ganz ein bisschen länger. Schlange, 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 die aussehen will wie eine giftige Viper, die aussieht wie der Boden, die man auf keinen Fall übersehen sollte. Giftige Viper, die schreit, hallo, hier bin ich, ich könnte giftig sein. Giftige Korallenschlange, die dasselbe tut. Ungiftige Schlange, die versucht auszusehen wie die giftige Korallenschlange. Noch so eine Schlange, die das Maul aufreißt. Schlange, die das Maul weiter aufreißt. Schlange, die Augen ganz weit aufreißt. Ist die süß. Zum Knutschen, oder? Wenn ihr das nächste Mal nach Costa Rica fahrt, ne, Rainforest, Ecotourism, die könnt ihr ganz sicher sehen, wenn ihr nachts rausgeht, die Manto de Centaur, eine der häufigsten Schlangen in Mittelamerika. Die gehört in die Gruppe der Schneckennattern, das sind alles so süße Kindchenschema-Schlangen, ne, kurze Schnauze, riesen Augen, total lieb, würden niemals beißen, scheißen statt beißen, heißt hier die liebste Defensivtaktik, stinkt zum Himmel. Ja, auch die, total putzig, Dipsas articulata, die versucht wieder so eine Korallenschlange nachzumachen. Habe ich mich gleich verliebt, auch wenn es ein Kerl ist, noch mehr gefreut, als wir nachher ein Baby gefunden haben. Das sah so ungefähr nach der aus. Schreibe ich aus, na, das ist, glaube ich, Dipsas articulata. Noch ein Jahr später noch so ein Baby. Glaub auch, ne? Und die allerletzte Schlange, die ich in Panama gefunden habe, das war der Kollege mit dem Rucksack eigentlich, die wir gefunden haben, das war die hier. Und da war ich dann schon so expertig drauf. Die war auch größer. Da konnte ich sagen, hier, du bist was ganz anderes als alles andere, was schon irgendwo in einem Buch steht. Leute, Verdacht auf neue Art. Es wird spannend. Schlangen haben keine Kehlfahnen, die wir rausziehen können, aber sie haben Schuppen. Diese Schuppen haben Namen.
Kennt ihr alle. Und die kann man zählen und Unterschiede dran festmachen. So hat meine Schlange, die ich euch eben gezeigt habe, ganz klar ersichtlich 5 Oberlippenschilde. Und das hinterste ist komisch. Vorne hoch und hinten niedrig. Bei der Verwandtschaft sollte es eigentlich so aussehen. Mindestens 6 und das vorletzte hoch und das letzte niedrig. Soweit, so gut. Wer jetzt glaubt, das wäre pfennigfuchsig, man kann per Raster-Elektronenmikroskop sich in so eine Schuppe reinzoomen und die Unterschiede im Mikrometerbereich zur Artunterscheidung ranziehen. Ja? Also, ihr wisst, was kommt. Wissenschaftliche Publikation, neue Art, die hat jetzt einen richtig coolen Namen. Sibonno Alamina, was soll das? Das ist ein spanischer Kampfruf, das heißt No Alamina, Nein zur Mine. Warum? Da, wo die Schlange vorkommt, hier nämlich, ja, da gibt es keine Schutzgebiete, 100 Kilometer, aber jede Menge Kupfer. Diese bettelarmen Indio-Kinder, die stehen auf unermesslichem Reichtum, haben sie aber nichts von, wenn der ausgebeutet wird. Ja? Sondern, was passiert, ist schon bei Probebohrungen passiert, die Umwelt da wird komplett versaut und ja, die trinken dann vergiftetes Wasser und essen vergiftete Feldfrüchte. Deswegen haben die da keinen Bock drauf. Es gibt eine Protestbewegung, hier seht ihr die Namensinspiration, Protest-Graffiti an der Bushaltestelle. Und Sibonno Alamina ist auch nicht alleine. Den beiden Echsen, denen geht es genauso. Die gibt es auch nur da auf der Welt. Und wenn du da jetzt eine Minentagebau aufmachst, sind die weg, verspreche ich euch. Wenn man das weiß, muss man das rausschreien, nicht nur in wissenschaftliche Fachjournale, die kein Schwein interessieren, sondern dann macht man so schöne bunte Tafeln, verteilt die, werden auch gelesen in Panama, das freut uns ganz besonders. Und ja, damit bin ich eigentlich so gut wie fertig. Ihr habt bisher 50 verschiedene Reptilien gesehen, hier sind die anderen 64, die mir in Panama vor die Linse gelaufen sind. Das bleibt weiter spannend, die hat noch keinen Namen, der hat noch keinen Namen, der hat noch keinen Namen. Und nach 4 Jahren, die ich mich mit denen rumschlage, weiß ich immer noch nicht, ob wir hier 1, 2 oder 3 Arten vor uns sehen und welcher Name jetzt zu denen gehört. Damit ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch.